Oh. Geht's nicht? Moment. Mission. Was ist? Okay, it is da. Echt genial. Nein, ich weiß, das Fenster von Grabber hat sich verändert. Aber das liegt irgendwie. Weil der Grabber, der macht irgendwie jedes Spiel anders. Keine Ahnung warum. Jetzt muss ich mal schauen, welches ist das hier? Oh, das ist das falsche Spiel. Stimmt, wir haben noch ein zweites Banjo-Kazooie, weil da ist der da mit dem Gameboy. Da ist das der, den wir zuerst 100% hatten. Wie löscht man denn nochmal? Übrigens, er spielt Donkey Kong, das hört man beim. Oh. Ach, war ich nicht schnell genug. Kann das ein Sessel rausgeschossen werden, irgendwie? Die Küche dreht sich um, so dass er hinter der Wand ist und ein Bett wird auch rausgeschleudert. Oh, von Donkey Kong, Donkey Kong Land 2. Da kam das Geräusch auch vor, dieses Oh. Wind, Bond, mein Kessel, sag dir geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Krumtüte. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Guten Abend, Julian. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Oh, du bist so süß und klein. Ist die hübscheste von allen. Was? Du mies alter Sessel. Kessel, ich mache aus dir einen Sessel. Ja, habe ich schon vorweggenommen. Oh, die ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Die Biest werde ich es zeigen. Hallo, Tutti. Was hast du heute so vor? Mein Bruder aufgewacht. Er erwacht.
stürzen wir uns ins Abenteuer! Da haben wir den Force. Wenn er mal nicht rendert. Und da ist Shiny. Ach, endlich auf, damit das Spiel beginnen kann! Und wir haben alle so einen russischen Akzent. Aus Tutti mach ich Mäusefutter! Bald sieht sie älter aus als meine Mutter! Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben am Himmel. Das glaube ich nicht. Dieses Gelächter, das ist so geil. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Autsch, du alte Vogelscheuche. Dann wird Tutti vermöbelt. Da hilft kein Gekratze, ich mach aus dir eine Fratze. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Angel, wach endlich auf, aufwachen! Was? Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger! Und nee, in dem Spiel verlaufe ich mich nicht. Ich beherrsche es sehr gut. Weißt du was über das Bild in Benjos Haus? Ja, das weiß ich. Oh, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Benjo und das ist meine Freundin Kazumi. Komische Freundin. Kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Tutti? Die miese Hexe kommt in der Stau vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhig dich, Kleiner. Wir befreien Tutti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, Tutorial-Kacke, kann man zum Glück überspringen. Wir schaffen es ohne deine Hilfe. Wie ihr meint, ich gebe euch die ersten Moves mit auf den Weg. Wir sehen uns auf dem Spiral Mountain. Hoppla. Ich helfe euch nicht, also verschwindet. Auf einmal voll unhöflich. Ja, das ist so der Stil von Rare. Es ist, ja, irgendwie hat alles Augen, irgendwie kann alles sprechen und diese Sounds von wegen nur Banjo so, also irgendwie ist das mega geil umgesetzt. Hier zum Beispiel, dieses, ich bin ein wertvolles Extra-Leben. Und noch also, wenn man während den Texten den A-Knopf gedrückt hält, dann sprechen die Figuren schneller und logischerweise haben sie dann auch eine hellere Stimme. Ich kann dieses Spiel wirklich gut, also, dass ich mich hier verlaufe, das ist fast unmöglich. Ich will die Kamera irgendwie die ganze Zeit mit Z, aber ich gehe ja R, genau. Gestatte den Honigwabe, sammel 6 von uns. Leckeren Honigwaben, um die Energieleiste zu erweitern. Die Musik ist voll geil. Komm her! Ah, meine Laune ist schon wieder mega geil. Ich muss einfach nur den Sound hören von dem Spiel. Einfach die ganze Aufmachung. Das hier, richtiger Baum, nee, der Baum da drüben, der war's. Das ist so richtig ein Spiel meiner Kindheit. Das habe ich gesuchtet. Ohne Ende. Ich habe das Spiel ungelogen locker 200 Mal durchgespielt. Oder öfter. Und auch mindestens 100 Mal zu 100%. Die ganze Zeit Z. Wobei jeder geht mit voll laut. Da schnippelweise Nobel hier. Ah, der Baum da hinten war's.
Schauen wir mal, wann ich meinen ersten Tod erleide. Könnte ziemlich lang dauern. Außer ich mache irgendeinen dummen Fehler. Schon irgendwie paradox, weil Schmacki wollte das Spiel heute eigentlich streamen, aber bei ihm funktioniert es nicht so wirklich. In der Tat, Nora, weil Donkey Kong und Banjo-Kazooie sind vom selben Macher, nämlich von Rare, die als König des N64 bezeichnet werden. Und wenn ich mir das hier Banjo-Tooie ansehe und auch Donkey Kong 64, dann kann ich das nur krass befürworten. Nein, ich fange an mitzudödeln, das ist so schlimm. Auf, du komischer Kohl. Donkey Kong 64 habe ich tatsächlich nur einmal gespielt. Super Nintendo Grafik ist auch nicht schlecht. Mehr du Maulwurf! Ihr seid also bereit, der widerliche Hexe entgegenzutreten. Hold up, wo geht es lang, ihr Hühler? Hinter der Brücke liegt Hotel das Reich, wir sehen uns dort. Ich drücke auf die Daumen. Das versucht der Spieler natürlich so gut wie möglich zu synchronisieren, weil mega hammergeil. Hier nicht 100% zu geben ist eine Schande. Diese Maschine ist der Hit. Sie macht tutti alt und ich werde fit. Lass mich in Frieden, du miese Hexe, oder mein Bruder wird dir in den Hintern treten. Sollte er sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los, Nuklungo, drücke den Schalter. Ich will vergessen, mein Alter. Und vor allem dein Hebel umlegen. Sorry, Sir. Alle Systeme sind aktiviert. Vielleicht geht es los. Banjo, Hilfe! Endlich ist es soweit. Bär und Vogel hau ich aus dem Kleid. Übrigens, für alle, die es nicht gesehen haben, werde ich das jetzt mal demonstrieren. Banjos Schwester hier in Haft. Ich raube ihre ganze Kraft. Ja, Meisterin. Transformation ist gleich vollzogen. Hilf mir, Banjo! Uff, Bär und Strauß sind erledigt. Meine Herde hat gesiegt. Guckt mal, da ist Shiny. Guckt, das ist Shiny. Lecker Frau. Jetzt bin ich die heißeste Maus. Wie tut es das aus? Alter, du bist so schön, so schön. Oh, du schön, bist so ein Bumbo in Hölle, ja. Banjo, ich will mit dir sprechen. Sofort. Das ist wirklich eine Dichterin, weil die hat, glaube ich, 40, 50 Reime oder so. Wieso bist du beleidigt? Ja. So. Genug rumgeblödelt. Fangen wir an. Drück immer die ganze Zeit Z. Ist jetzt gerade wegen Majora's Mask. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. Ich drück schon wieder Z. Ich bin doch das Allerdümmste, was hier rumläuft. Irgendwie von Majora's Mask, da drückt man Z und die Kamera ist hinter einem. Aber hier ist Z ducken. Schon blöd, irgendwie zwei N64-Spiele hintereinander gleich zu spielen. Ja,
habt ein Puzzlebild entdeckt. Hört euch auf das Puzzle-Podium und ich erkläre euch, was zu tun ist. Die Tür zur gezeigten Welt öffnet sich, wenn das Bild komplett ist. Das erste Puzzleteil haben wir bereits in der Tasche, cool. Lasse, drücke A, um die Puzzleteile in die Lücke einzufügen. Drücke B, wenn du kein Puzzleteil erzählst. Geschafft! Das Bild ist vollständig und die Tür zum Moonlos Mountain geöffnet. Das war viel zu leicht, noch habt ihr nichts erreicht. Earthbound? Ich weiß nicht mal, was Earthbound überhaupt ist. Ach, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt finden. Ich kann Bock haben. Ich muss Mumbo-Schädel sein. Ohne mich machen Mumbo keinen Finger für Zauberkrumm. Und Ginger auch. Das war super, ihr habt mich gerettet. Und in der Hand in jeder Welt. Fünf von uns eingesperrt. Wenn ihr uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Ich rede fast schon wie bei Bottles. In einer leckeren Honigwabe. Und Stücke voller Energie. Ja, erstmal richtig krass über die Brücke gehen und dann nach unten fallen. So habe ich das gern. In eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammeln uns ein, die Notentür in Grundes Wildes Reich zu öffnen. Ihr könnt ja schon mal schätzen, wann werde ich den ersten Tod erleiden. Ihr könnt ja raten, in welcher Welt werde ich den ersten Tod sterben. Shiny kennt ja Banjo-Kazooie, ja, glaube ich auch. Recht gut. Kann mitraten. In 4 Minuten, da bin ich mal gespannt. Das heißt, ich müsste um 0.03 Uhr sterben. Hau ab! Ihr kennt Banjo-Kazooie nicht. Ich kenne da doch so einige Leute, die es angeblich nicht kennen. Hört ihr das? Sturm. Wenn ich jetzt das Fenster aufmachen würde, würde mir irgendwas entgegengeflogen kommen. In jeder Welt sind 10 von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg durch Zelda. Super Zelda. Shiny Sara fürs Kotze. Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zur Startplatte zurück und stellt euch darauf. So, der wichtigste Move im ganzen Spiel. Der Huckepacklauf ermöglicht es, Kazooie dich zu tragen und selbst Steine Hänge zu erklimmen. Das hört sich gut an, Bottles. Wie funktioniert das? Haltet die Z-Trigger und drückt die linken Zähne und faltet danach die Z-Trigger durch, solange Kazooie dich tragen soll. Die Eier. Wir sind Eier. Kazooie kann lernen, uns als Munition zu verwenden. Ich kann Bock haben. Ich kann Bock haben. Mir wäre das Spiel zu bizarr. So. Ich mag diesen Funky-Stil. Irgendwie alles kunterbunt, alles verrückt. Der Humor ist mega geil. Ich habe bald genug Noten für die erste Notentür. Ich ja ratzi-fatzi hier. Ja.
Es ist Bahn von Gonga. Ich darf für der mit Orange. Ich werde Bär gegen Gongas Gold. Oh, dann nehmen wir schon mal die Orange mit. Ich glaube, wenn ich da in den Titel blind schreiben würde, das wäre die größte Liga aller Zeiten. Ey, das ist Gongas Orange, zurückgeben. Orange ist lecker. Chippy liebt Orangen, Chippy wird dicke Bär und lustige Vogel helfen. Klappen und fressen. La la la. Es ist doch der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit diesen Eiern auslassen kann. Ich bin ganz ohr, ihr Bühler. Hätte die Zeit drüber, tucke den oberen Zehnknopf, um ein Ei aus deinem Mund zu schießen. Klingt super, war das alles? Was, drücke den unteren Zehnknopf, um ein Ei nach hinten abzufeuern. Autsch, das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nicht gefragt. Bitte dreht erst den Plastik des Zehnknopfs an, wisst ihr, nächstes Mal könnt das Vogelhirn bis zu 100 Eier tragen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch nur 50 Eier, damit ihr wenig üben könnt. Ihr sicher, was? Wer hat Gugge? Wie das meinst du? Daneben, du Affe! Oh gut, Bär, wie ist Gugge? Gugge, die Preise Bär. Warum bin ich jetzt schon zu denen gerannt? Ich muss eh gleich wieder hier hinkommen. Hey Kleiner, in Tickers Turm sind Bären nicht erwünscht. Ich kann Bock haben. Bin ich auch los. Was fragst du dich, wie man das nicht mögen kann, das Spiel? Keine Ahnung. Ich nehme diesen Beruf die Kopfgranate, spring in die Höhe und drücke den Z-Trigger, damit Kosmo auf einmal die Köpfe reinsteckt. Schluck, das gefällt mir aber gar nicht. Gewöhn dich lieber dran, Nestrichchen. Diesen Move werdet ihr oft brauchen. Wie gesagt, habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ich kann Bock haben. Vielleicht schaffe ich das sogar No-Death. Wer weiß. Hold up! Lass mich und meine leckeren Unikarte in Ruhe! Jahaha! Jinjo! Kasui frisst alles. Und Puzzleteil! Ich bin Juju. Nimbo, toter Pfeil füttert mich mit diesen blauen Dingern. Hä? Hab ich gezählt? Na egal. So, erstmal das holen. Jetzt müsste ich wieder raus. Ich glaube, zu früh. Maschinenraum von Rusty Bucket Bay. Ja, das ist so ein Ding, weil. Wobei, das kommt ziemlich spät.
Ich gar keine Leben verliere, das würde ich so nicht sagen. Glaube ich. Weiß nicht, ob ich das Spiel schon mal No-Death geschafft habe. 100%. Ist das gerade dein Hamster in den Schlaf streicheln? Oh, wie süß. Mir fehlt noch ein Mumbo-Schädel. Ich glaube, der ist bei Mumbo drin. Nein! Jack ist verpackt, warum? Ah, das Spiel macht so viel Laune. Ich Mumbo, bester Schaman in ganz Spiel. Mumbo kann Bär und komische Vogel essen. Weiß ich, du schräger Quacksalber. Er hat gesagt, versteckt Mumbo Schädel, selber Schädel. Findet Schädel und Mumbo viel gut helfen. Wenn schon nichts genug hat, Mumbo Schädel, gucken auf Schild, Mumbo will mehr. Jetzt mal schauen, wo der letzte nochmal war. Hier drin? Nee, oder? Hier drin war nicht. Ich weiß, wo der letzte ist. Okay, mir ist gerade eingefallen. Du Affe! Hier sollte es sein. Wow! Ich kann Bock haben. Jetzt bin ich nach unten geflogen. Und jetzt bin ich auf einmal wieder oben. Zauberei! Schon pennt er wieder. Bau Banjo viel Schädel laden, stellen auf dritten Schädel und dann drücken B. Mumbo machen Zauber wie Copperfield. Nun bin ich eine Termite. Mumbo macht eine kostenlose Rückverwandlung. Kommen wieder, er wird fertig. Ah, gut Zauber für erstes Mal. Mumbo brauchen noch etwas Übung. Shiny, stell dir vor, so ein Viech, wie ich jetzt gerade bin, klettert über dich. Richtig, ja. Gib mir deinen coolen Rucksack. In die Termite und ich kraxel über Shinys Körper. Ich hab doch alle unter Noten. Geil. Ups. Hä? Wieder hoch. Miete. Da oben sind Eier. Jetzt der große Sprung. Passt perfekt. Warum auch immer eine Termite unter Wasser rennen kann, aber egal.
Erste Welt und schon haben wir alles. Gar nicht mal so lange gedauert. Matilda hat euch daran gehindert, alle Toten zu sammeln, aber die Unterdoten gesammelt und unten dann als Bestleistung gespeichert. Versucht alle Unterdoten jeder Welt zu sammeln, ihr braucht die Nummer, um weitere Teile zu öffnen. Und Magie gleich um, entweder drehen um oder Zauber kaputt. Aber alle, Benji wieder Bär. Öffne ist die Tür zur Welt. Habt ihr Angst und Hass bestellt? Diese Tür hat Cordula mit einer Musikzauber versiegelt. Welche Tür? Hm? Mach sie auf, Opa. Wenn ihr so frech um die Tür zu öffnen, müsst ihr in der Welt Musikzauber sammeln. Was brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Willkommen im Yammertal! Jetzt beginnt die pure Qual! Ja, hallo! Hallo, meine Helden! Ich bin Brunhilda, Cordulas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles, Cordulas, und werde euch bei jedem Treffen drei miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Das ist nämlich so mega geil! Okay. Cordulas putzt ihre Zähne mit stinkendem Käse. So, was jetzt? Ihr Haare wäscht sie mit ranziger Milch. Ihr Kleidung holt sie sich aus der Mülltonne. Um Puzzleteile wieder rauszunehmen, drückt den unteren Zielknopf. Doch weil das Bild erstmal vollständig ist, lassen sich keine Teile mehr entfernen. Was ist eigentlich eure Lieblingswelt aus Banjo-Kazooie? Chickasaw sagt, wir finden bei gleicher Farbe eine Abkürzung zu schaffen. Ah, ups, voll reingerannt. Deine Lieblingswelt aus Banjo-Kazooie ist Clank des Cavern. Rubies Valley. Der Klicklock wurde es ziemlich schwer. Zumindest wenn man ihn zum allerersten Mal spielt. Ich nehme schon alles vorweg, ich bin so ein Arsch. Guckt mal, was da steht, wenn man es erkennt. Cordula, bläst euch jetzt den Marsch. Ich versohle euch den Arsch. So. Welche Geheimnisse verrätst du mir über Hedy? In der Hedy-Schule war er sein Spitzname Warzenkopf. Hedy, du alter Warzenkopf. Der Lieblingsgeruch des alten Hedy-Kopfs ist ranziges Schlangenfett. Man behauptet auch, seine Lieblingsfarbe sei Grabsteingrau. Hedys Lieblingsfarbe ist also Grabsteingrau.
Gut zu wissen, er ist ja auch ein Mädel. War aber auch noch irgendwo ein Leben hier. Ja. Ahoi, willkommen an der Treasure Tooth Kauf. Zwei neue Moves und Tee zu finden. Ich drück schon wieder ganz Headset. Ja, er spawnt natürlich da. Da schwimmt mein Leib direkt. Oh, da hat er mich geschnabuliert. Hau ab. Heide Witzka, es gibt auch noch Nachtisch. Das Hoppersprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Nimm das so wieder in die Hand, ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Totem ist an der Reihe. Stell dich auf die grüne Blausprungplatte und halt den A-Knopf gedrückt. Hey, du machst nicht den frisches Nachdruck, wa? Das Spiel, das war sowas von einem Trend damals. Banjo Kazooie ist einer der Meilensteine. Kommt nur her. Im N64. Du da hinten! Willst du dich bebetteln? Komm nur her! Das ist nie besser, denn mir kommt er nicht vorbei. Das werden wir sehen, großen Hirn! Im Frechelvogel sollte man die Flügel stützen. Ah ja, versuch es, wenn du dich traust. Ins Gesicht! Autsch, das hat weh getan. Jetzt bin ich aber echt sauer. Schade, dass Banjo Tree Team niemals rauskam. Das sind dieses scheiß Kerl, dieses scheiß Schraube locker! Bestes Spiel! Mehr. Mehr sag ich. Eine Wolf-Let's Plays, genau. Ich keinen Bock haben. Ja, der Captain Blubber hier, der ist mega geil. Ihr werdet gleich sehen, warum. In eine rote Feder. Und was so über das Fliegen erlernt hat, werde ich hier dabei behilflich sein. Hey Hühnerball, das ist deine Chance, du bist jetzt das Fliegen erlernen. Na endlich, wurde aber auch Zeit, mein Freund. Es ist so leid, sogar du Vogelhirn wirst das können. Stell dich auf eine blaue Flugplatte, drücke den A-Knopf. Es sind 25 rote Federn, die fliegen und werfen werden. Bis bald. Oh, du hast alles gelernt. Oh, Captain Blubber. Den müsst ihr eigentlich Helly synchronisieren. Ahoi, ihr Landratten. Ich bin Captain Blubber. Ich habe meine Goldschatz verloren. Dass mein Schiff dieses Sandbar auflief. Na dann musst du ihn jetzt wohl suchen, Blubberboy.
Ich würde ja, aber ich kann nicht schwimmen. Wollt ihr einem alten Seebär nicht helfen? Na klar, wir werden die Cha-Cha finden. Das ist Rumgerülpse. Später gibt es noch eine andere Figur, die sogar eine noch bessere Stimme hat. Meine Brüder hatten früher Probleme mit dem Schwimmen in diesem Spiel. Ich hingegen nicht. Da hast du. Das ist so geil, jedes Mal aufs Neue. Geh da rein. Danke. Mein Schatz, ich geteu. Vielen Dank, ihr Süßen. Nehmt dies als Belohnung. Hurra, ich bin wieder reich. Reich. Ich weiß noch, damals habe ich mich dumm und dämlich gesucht, weil ich da auf der Brücke drei Noten vergessen habe. Aber das war damals als Kind so ein Fail. Hat er mich geschnabuliert. Hallo, du! Das soll ja sein. Ich keinen Bock haben. Ihr unterhaltet euch schön, nicht wahr? Ich zocke ein mega geiles Spiel. Oh, das ist der Retourgang. Hoppla. Ups, bin ich gebrochen. Nee, das nicht Majora's Mask gehört.
Oh. Ein Tropfen. Und ein Bärenvogel. Ich mit einem Tropfen. Ein Tropfen stopfen. Boah, da draußen wehen jetzt die ganze Zeit Bäume durch die Gegend. So, falls ihr irgendwelche Geräusche hört, wundert euch nicht, da draußen fliegen gerade ein paar Bäume herum. Schön ist, in dem Spiel kann man mich auch nicht spoilern, weil das hier, glaube ich, das Spiel ist, was ich am besten kenne. Na, komm nur her! Oh, ich keinen Bock haben, will ich haben. Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für die Bären ablassen. Ich hoffe, ich kann das noch einigermaßen. Cheats kann man hier erst eingeben, wenn man das Bild entdeckt hat. Könnte jetzt zum Beispiel Wischiwaschi Banjo oder so eingeben. Wird aber nicht fruchten, weil man muss zuerst die jeweiligen Puzzle dafür lösen. Los, schnabulier mich. Was habt ihr da drin? Nein, ich muss keine Cheeto-Pages finden. Auf mein Zeug zu fressen. Nein, er frisst! Gibt's das den Banjo-Tool? Glaube ich, ein Ginger, oder? Ne, nur ein Leben. Und für ein Leben riskiere ich das nicht. Oh ja, ich kann ja noch keinen Sturzflug. Ungefähr jetzt. Haha, perfekt.
Aha, du wirst mich nie und nimmer finden. Ach, meinst du? Hm. Muss ich dich öffnen? Ich bin kitzlig. Oh Mann, tut mir leid, dass ich ganz so mitdödel, aber es ist einfach so catchy. So, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder macht man es so. Oder man macht es so, wie wir früher immer gemacht haben. Und hier muss man so leider. Ach, die sieht nicht aus, schade. Muss beim Spiel gar nicht mal so viel reden, weil gibt ja nichts, was ich kommentieren müsste. Ich kenne ja alles in- und auswendig hier. Ja, ich bediene mich, wenn ich mich traue. Herr Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Und der Hai. Neues Futter in Sicht. Bin gleich da. Da, raus da. Rush hier durch das Spiel. Das dauert auch dementsprechend lange, selbst wenn man Snow Death hinbekommt. Ach, die sieht nicht aus, schade. Tauch auf! Wollte gerade schon sagen, wo. Oh, da ist er ja. Das ist mein Freund der Hai. Oh Mann. Hallo. Banjo-Tooie dürfte eventuell noch ein bisschen lustiger werden. Weil Banjo-Tooie habe ich nicht so oft zu 100% gespielt. Banjo-Tooie bin ich schlechter als Banjo-Kazooie. Würde ich nur mal anmerken. Ist
kurz in Mario Odyssey das lange gekommen hat. Ich weiß nicht, wie kurz Mario Odyssey ist. Aber dieses Spiel hier ist etwa so lang wie, welchen Vergleich? Super Mario 64. Ja. Ich glaube, das ist der beste Vergleich. Etwa so lang wie Super Mario 64. Den will ich haben. Geh da runter. Chat Force Gemini mal als Let's Show gemacht. Könnte ich eine Abkürzung nehmen, das wäre aber blöd. Weil dann vergessen wir, glaube ich, ein paar Noten. Genau. Nimm das Spiel gar nicht richtig ernst, ich renne nur durch. Geh dann einfach komplett nach oben fliegen, ohne Treppe zu nehmen. Das wusste ich. Ich weiß, dass man da hochfliegen kann, ohne Treppe nehmen zu müssen. Ich einruhe, Muschel des Grauens. Guckst du hier? Schon bin ich oben. Na gut, lassen wir das. Geht auch schneller. Aber ich fliege trotzdem immer so hoch, weil keine Lust hat, da diese einzelne Note, deswegen da immer Treppen runtergehen zu müssen. Los! Jetzt. Ach, ein Millimeter daneben. Ich müsste mich schon sehen, aber ich glaube, ich habe jetzt alles. Ja. Treasure Truth Cove. Nach knappe 23 Minuten geschafft. Los! Krebs des Todes. Ich bin doch doof, das ist da hinten ausgeballert worden. Tatsächlich könnte Clanker die erste Welt sein, wo ich eventuell sterben könnte. Weil Clanker ist die erste Welt, wo tatsächlich auch Dummheitsfehler passieren. Ich könnte natürlich ein Arsch sein und könnte schon weitergehen.
Werde ich aber nicht. Tolle, tolle, auf einmal das Bild anfügen will, Trigger, Trigger. Ich liebe Clank das Cavern. Merkt euch das Bild, das wird später noch lustig. Der tiefe Ton von dem, ich glaube, das ist ein Saxophon. Klingt einfach mega geil. Oder nee, es ist tiefer. Ist das eine Tuba oder so? Eine Tuba klingt doch anders. Tuba, genau. Oh, das Richtige im Spiel. Wusstest du, dass Menzel als Säbelzahnkätzchen unter seiner Hexenkluft trägt? Wow. Oh, ich hoffe, jetzt klappt's wieder. Gut, Grundhilda hat jetzt noch einen Spruch abgelassen, wo ich jetzt allerdings nicht weiß welchen, aber nochmal. So, Menzel, neue Infos über dich. Wusstest du, dass Menzel ein Säbelzahnkätzchen unter seiner Hexenkluft trägt? Ja, der Menzel. Er hatte aber einen schrecklichen Hund, der Waldi hieß. Standard-Hundername. Und jetzt. Menzel singt in seiner eigenen Band. Menzels Monster-Mob. Schreckliche Musik. Herr Menzel, jetzt kommen ganz neue Fakten hier auf den Tisch. Achso, Sabalätzchen, nicht Säbelzahnkätzchen, oh, da habe ich mich gerade voll verlesen. Na gut, dann trägt Menzel eben ein Sabalätzchen unter seiner Kluft. Ja, Hedy hätte besser gepasst, aber leider waren das Menzels Infos. Mal hier, Spoiler. Oh, ich spoilere. Wenn ich ein Arsch wäre, könnte ich jetzt in die Welt gehen und einfach Clank das Cavern überspringen. Macht so Spaß, das Spiel. Ja, wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste, den ich platt mache? Oder vielleicht Shiny? Einen einzigen neuen Move könnt ihr hier in dieser Welt finden. Aber der ist gut versteckt. Aber wir haben uns damals dumm und dämlich gesucht, um diesen Move zu finden. Ja, die Kinderzeiten. Ja.
Glückspilze, ich bin eine goldene Feder. Und Verwundbarkeit. Ottos weiß mehr. Anscheinend brauche ich keine Geheimnisse, die kenne ich alle schon. Geheimnisse meiner Frau. Oh, ich bin geärgert, der Bild so kleine alte Hexe. Ich brauch damit frische Luft. Ich kann Bock haben. Mir geht sich nicht aus, schade. Dann solltest du vielleicht lüften. Dann stinkt's nicht mehr. Bevor Schmacki wird so schnell durch das Spiel durchkommen. Wird es ja gar keinen Spaß machen, ihm dabei zuzusehen. Okay. Ich glaube, ich mache das Schwerste zuerst. Ist der scheiß Fisch? Ja. Blub, 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 blub. Da ist der Schlüssel. Wo ist der Fisch? Da! Damals, als wir das hier noch nicht so gut beherrscht haben, da waren wir tatsächlich mehrmals so blöd und haben den grünen Jinjo zum Schluss geholt. Das war ätzend. Jetzt muss ich systematisch vorgehen. Übrigens, die Lebensgrenze ist bei 9. Allerdings, wenn man mehr als 9 Leben einsammelt, dann geht die 9 nicht weg. Wollte ich nur mal anmerken. Mm-hmm.
Schnell hoch. Ja, der blaue Ginger bei Rusty Bucket Bay, der ist ja auch an so einem schrecklichen Ort. Wir sind mutierte Krabben. Puzzleteil gehört uns, nur im Kampf geben wir es her. Wenn ihr meint. Ja. Oh, schade, ich bitte auf, ich treffe beide. Ja. Mach auch aus euch Krabbenchips. Wir Krabben haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Rusty Bucket Bay ist so eine Hassliebe für mich. Weil mega geile Musik, aber scheiß schwer. Zumindest, wenn man das Spiel nicht ganz so geübt ist. Ah, oh, Super Saiyajin! Oh. Ich wollte eigentlich. Das Teil davon nicht. Ach, egal. Eigentlich Kopfgranate, aber ich war zu spät. Ich liebe dieses Spiel, es ist so genial. Gute Nacht, Steini. Wie kann man noch was lernen im Spiel? Das Problem ist, das Spiel kennt eh jeder. Keinen Bock haben. Hoppla.
so, da ist noch eine Waffe. Deswegen, ich kenne ja auch alle Tricks in dem Spiel. Nicht rein! Ich glaube, nach Clankers Cavern mache ich auch Schluss. Würde ich die nächsten paar Level mir dann anders mal aufheben. Und drei Level schon mal so als Vorgeschmack. Nicht schlecht. Außerdem brauche ich nicht sonderlich lange für das Spiel. Schön ist, das hier ist ein kurzes Spiel, wo ich schnell durchkomme. Das macht nichts, wenn ich das zusätzlich noch habe zu den anderen Sachen. Einfach rüberspringen, Geronimo. So schnell auch in Majora's Mask durchkommen würde, dann wäre es kein Problem. Ja, zu Halloween wird es Luigi's Mansion geben. Oder Luigi's Mansion. Hat sich Scheine gewünscht, also fix es auf. Nein! Immer Fehler. Schade. Schade, dass du nicht dabei sein wirst. Naja. Ich werde schauen, dass ich den Luigi's Mansion Stream in einem Stream durchziehe. Mir es gelingt, keine Ahnung. Stielaugen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt durchkomme. Den ersten Teil. Für GameCube. Ich weiß, dass es Luigi's Mansion 2 für ein 3DS gibt, aber da ich zwar ein 3DS besitze, aber keine Capture Card. Mit diesem Move schützen wir dich, Kasus Flügel wird schutzschild. Cool, mach mich das einfach runter. Na klar, halte den Zügel, drücke den Rückensignal und halte da auch den. Dein kostet goldene Feder, weil die sind nun mal teuer und ich habe nicht so viel davon, weil das geht nur 10 und so. Der frische Star-Druck, ich werde dich mal auffreshen, wenn du nichts dagegen hast.
Nur das kleine Skelett, also Sonne, Rest und Haut. Da war schon wieder Warnung zur hohen CPU-Auslastung. Doch OBS spinnt wegen dem Wetter. Eigentlich wollte ich nicht tauchen, aber egal. Ich kann mir schon vorstellen, warum er nicht dabei sein wird. Weil er sich nicht spoilern lassen will. Soweit ich weiß, hat er Luigi's Mansion noch, selbst noch nie gespielt. Für mich ist Luigi's Mansion auch größtenteils blind, weil ich weiß, ich kam bis zu einer Stelle und dann nicht mehr weiter. Ich habe auch den genauen Tathergang, so will ich es jetzt nennen, auch nicht mehr im Kopf. Du bist da. Und ich überlege, vielleicht werde ich auch noch Gäste dabei haben. Keine Ahnung, Schmacki oder so. Schauen wir mal. Ja, da ist der Kopf. Wie ihr seht, brauche ich in dem Spiel alles andere als Hilfe, weil ich rushe durch. Falsche Richtung, da geht's lang. Ja, ich weiß schon. Aber naja, der Anfang ist zumindest nicht so blöd. Aber ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Na, ein YouTuber-Typ. So, damit wäre jetzt Clankers Cavern auch abgeschlossen. Genau, bei Skyward Sword war das. Aber da war ja Serax dabei. Maki ist, glaube ich, ein bisschen... Naja, ist schon anständiger. Was du verpasst hast, ja, du hast Majora's Mask verpasst. Und so ziemlich das komplette Banjo-Kazooie bisher. Also zumindest die Welten, die ich bisher gemacht habe. Welt 1, Welt 2 und diese Welt hier jetzt. Dritte. Tatsächlich wollte ich jetzt den Stream eigentlich beenden. So, die habe ich schon gekillt. Du.
Easy. Bestleistung dieser Welt ist nur 100 Noten. Mal wieder. Die nächste Welt ist nämlich die erste Welt, wo wir nicht sofort alles bekommen. Warte, Moment. Ja, easy peasy. Ich kann das Spiel austricksen, Moment. Ich hoffe, es geht schon. Weil ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Noten ich dafür brauche. Boom, durchbohrt. Weiß doch, was man braucht, um da alles zu bekommen, nicht wahr? Genau, die Turnschuhe. Man braucht sie vielleicht nicht zwingend, aber für Mr. Viele. 150, ach du Scheiße. Ist übrigens noch eine dicke Fee, also. Den hatten wir noch nicht. Menzel hatten wir schon. Wollen wir ein paar Geheimnisse über Shiny erfahren? Was meinen wir? Zum Frühstück ist Shiny gegrillte Creme. Zum Abendessen gibt es Katzensteaks. Shiny liebt es zum Nachtisch Regenwürmersalat. Also, Shiny, du hast einen sehr extravaganten Geschmack. Kein Wunder, warum unsere Kinder die ganze Zeit sagen, warum sie fragen, ja, bitte, Papa, koch du. Obwohl ich ein noch schlechterer Koch bin. Aber naja, so einen Regenwurmsalat zuzubereiten, das ist nun mal nicht sonderlich einfach. Da braucht man Skill für. Ups. Wow. Boah, Liam. Wenn du wüsstest. Wisst ihr was? Mach doch noch ein bisschen. Einen Moment. Den Vogel habe ich gedisst. Halt, kräht er wieder auf den Mist. So, schauen wir mal, was Liam so für Geheimnisse hat. Liam schläft oft in einem Nagelbett. Liam gewann den ersten Preis beim Wettbewerb der Miesmacher. Boah, Liam. Er erschien einmal auf dem Titelblatt vom YouTube-Spezial. Das Bild zeigt, wie er kleine Kinder verprügelt. Liam, das hätte ich nie von dir erwartet. So, jetzt werde ich mal meine Geheimnisse preisgeben. Der Lieblingssport von Wolf ist Besenstielrennen. Ja, in der Tat. Obwohl er so dumpf ist, hat er den Abschluss an der Pommesbude gemacht. Ja, ich bin gelernter Frittverkäufer. Wolfs Marotte auf einer Party ist Geiseln zu nehmen. Ja, deswegen guckt auch der Chat hier gerade zu. Ist halt alles meine Geiseln.
Das ist so geil. Was meint ihr? Soll ich weitermachen? Also ihr könnt jetzt bestimmen, soll ich weitermachen oder soll ich aufhören im Stream? Okay, Menzel ist schon mal für ja. Mir persönlich ist es egal. Liam ist für ja im Zweifelsfall. Und was sagt die gute Shiny? Die will auch weitermachen. Gut, dann machen wir weiter. Bubble Globs Ran. Ja, Mausophil war auch richtig krass versteckt. Wir haben uns da auch dumm und dämlich gesucht, aber eigentlich muss man sich nur umdrehen. Das sind Gummistiefel. Shiny, auf dem Rücken kannst du sie anziehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch die Zunft marschieren. Okay, Shiny, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Ja, Shiny. Latex-Stiefel oder wie? Ich wusste gar nicht, dass du sowas trägst. Ah, damit hast du mich an den Finger gekriegt. Ich verstehe. Ah, lecker, komm, das mag das. Ich will auch ein saftiges Ei, leckeres Ei. Saftig. Naja, Shiny, zieh die Schuhe aus. Gummistiefel. Die Gummistiefel sind für Shiny, die Turnschuhe sind für mich. Enjoy! Und der Regenbogensalat auszupullen, genau. Jetzt kommt wieder ein ganz krasser Insider. Spiel macht Bock ohne Ende. Ich kann Bock ohne Ende. Wenn es zeitlich möglich wäre, würde ich es am liebsten komplett an einem Stück durchziehen. Nee, nicht unsere Kinder. Nö, 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 nö. Die nächste Fee wird vielleicht Schmacki oder so. Oder Hedy. Nee, Hedy war schon. Und dann sah ich wie Liam. Okay, YouTuber-Typ, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und dann sah ich, wie Liam Kinder verprügelt und in dem Moment kam Wolf aus seinem Besen angeflogen und rettete die Kinder mit einer Pommes-Tüte. Mit der Pommes-Tüten-Man. Ich kann Bock haben.
Weltspartag. Ich versuche auch so ein bisschen zu sparen, also. Ich habe nicht so viel, was ich sparen könnte. Aha. Nein! Wer sonst gehört uns Piranhas? Wir mögen keine Stinkefüße. Da wurde ich voll weggeschnabuliert. Jetzt sieht besser aus. Ella! Nein! Egal. Ich sah auch Menzel in dem... beim Anblick von Wolfs Pommes tut mir das Wasser mit zusammen. Es tropfte auf sein Zauberlätzchen. Schauen wir mal, was wir für Geheimnisse wir noch über die anderen an den Tag bringen. Wie geht's? Ein haariger Eindringling. Er will an unser Gold. Er wird uns nie besiegen, klar. Boah. Quark, ihr seid zu stark. Für unser Flipsis nimmt unser Gold Quark. Also ich schluckt immer gleich alles. Mach die Force-Werks. Genau, Osoma auch. Aber Osoma mag Banjo nicht. Was ich schade finde. Voll traurig. Weil Osoma hat auch schon mal Banjo Kazooie gespielt. Und der hat das Spiel an allen Ecken und Enden rumgeraged. Naja. Kann mir mal nicht jedem gefallen. Wow! Nein. Wo geht's jetzt lang? Da. Das könnte jetzt auch etwas knifflig werden. Oh, meine Füße fallen. Oder so. Die Viecher da, die sind ätzend. Die da. Wenn man natürlich nicht weiß, wie man gegen sie kämpfen soll. Und jetzt hört euch gut das an. Wie das schreit. Ich würde auch gerne mehr weibliche Let's Playerinnen sehen, aber irgendwie machen Frauen kaum Let's Plays. Schade. Oh! Ich hab mir das viel besser, mir ist so richtig schön warm. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Mhm.
Das könnte jetzt etwas knifflig werden, zumindest in meinem schon leicht übermüdeten Zustand. Ruhe bitte, der famose Tipp-Hardcore wird nun mein neuestes Werk und so. Rot, lila, rot. Echt kurz, oder? Einfach ein Spiel das nach und die erste Lektion zu bestehen. Na, erstmal hole ich mir das hier. Was seid ihr mit euren Gedanken? Also gut, wir... Nein! Danke, du Sack. Weg da. Ich hoffe, ich kann mir jetzt alles merken. Nicht schlecht. Sucht euch an der Zeitlektion. Musikgenies, es folgt die letzte Aktion. Oh je. Gelbe hat nie gequakt. Wunderbar, eine wahre Meisterleistung. Nimm dies einzigartige Schmuckstück. Dann hat man das auch. Weiß nicht, jetzt schon da hinten hin? Wer weiß. Nein, ein Zahn! Ja, hier ist das Kroko. Mehr! Daneben. Oh. Hä? Hat den Frosch nicht getroffen. Ach, egal. Echt das schön. Du da. Ja, damit.
damit. Danke. Dum, dum. Du, 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 du. Ich glaube, ich habe ein Gebiet vergessen. Und mir fehlen ziemlich viele Noten. Ich glaube, ich weiß, wo die ganzen Noten sind. Wie ich auch am besten da hinkomme. Ich schreibe gerne Englisch. Wusste ja auch, dass der hinten was versteckt. Dass der da nicht aufwacht. Zwei neue potenzielle Opfer für die dunklen Geheimnisse. Du warten, ich brauche eine neue Handtasche. Und wohl nur, mach einen kleinen Spaß. Mobbing ist kacke. Hau ab! Ich kann Bock haben. Ja, Panda wird der Nächste sein, über den wir dunkle Geheimnisse erfahren. Beweg dich! Ich kann Bock haben. Potenziell drei Orte. Ja gut, das war einer, der ist schon weg.
Okay, 5 Noten fehlen. Ganz geil, wenn ein Mädel zockt. Aber da kann man zu zweit zocken. Männlein und Weiblein. Dann nehmen die Frauen bei Mario Party mal Peach und Daisy und die Männer nehmen so echte Kerle wie Mario. Oder Donkey Kong. Das ist Mann gegen Frau, Kampf der Geschlechter. Irgendwo habe ich 5 Noten übersehen. Ich aber mal Luigi. Hier war er schon, genau. Ich hab fast alles hier. 5 Noten und ein Puzzleteil fehlen. Wo das Puzzleteil ist, weiß ich. Nur 5 Noten fehlen mir noch. Habt ihr irgendwo eine Idee, wo ich 5 Noten vergessen habe? Ja, gerade fällt es mir nicht ein. Vielleicht hier hin? Ja, hier! Wo sind die fehlenden Noten? Hau ab, sonst wirst du gebissen. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch. Hallo, ich bin Mr. Viele, das coolste Krokodil aller Zeiten. Spiel mein Spiel und gewinne einen Preis. Drücke A, um zu spielen, oder B, wenn du einen Hoden in der Hosenwahl hast. Das Spiel ist einfach. Futtere mehr rote Jumblies als ich. Fertig, 3, 2, 1, los. Ich mal rülpsen hier. Baum! Meins! Meins! Ich klaue ihn alles. Nein, 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 nein. Für mich ist daneben gebissen. Nimm, nimm! Alles schön, alles schmensch. Ja, da! Ah, meiner. Oh nein. Nein, er klaut mir alles. Dafür klaue ich die auch. Oh, 34, gar nicht mal so schlecht. Ja, du hast gewonnen. Jetzt legen wir einen Zahn zu. Futtere die roten Jumblies und meine die gelben Jumblies. Fertig, 3, 2, 1, los.
Nein, ein roter. Diese Geräusche die ganze Zeit. Nein, oh, gerade noch weggeschnabuliert. Da links ist einer. Meins! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, der hat ganz schön aufgeholt, obwohl ich jetzt zu viel gefressen habe. Nein, genau vor ihm. Oh. Ganz schön knapp. Boah, Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnapp dir nur, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig. 3, 2, 1, los. Das ist das Übelste. Also langsam tut der Stick in meiner Hand weh. Scheiße. Shit, er gewinnt. Ah, daneben gebissen. Scheiße! Nein! Oh gut, geschafft. Aber ich habe noch nie verloren, du sollst deine Belohnung haben. Wenn du magst, können wir ein ganz besonderes Spiel spielen. Du musst die nächsten drei Spiele gewinnen, um die drei extra Leben zu erhalten. Aber jedes Mal, wenn du verlierst, schnappe ich mir eins deiner Leben. Drücke A, um zu spielen, oder B, um die Fliege zu machen. Ah, du schaust dann echt da Hafen, um zu sagen. Hab jetzt alles, oder? Ja. Geh ich denn hin? Ich bin dumm. Die nächste Welt, die kommt, vorausgesetzt, das ist halt die nächste und hier mich jetzt nicht, ist eine Welt, die ich nicht so gern habe. Nämlich wäre das Frizzy Peak. Oder kommt doch Gobis Valley zuvor. Und da hinten hinter deinem Tisch ist, hinter deinem Stuhl ist was. Ja, Frizzy Peak. Ich weiß jetzt nicht, ob das oder Gobis Valley die nächste Level sind. Gobis Valley. Aua. Oh,
Easy Welt. Was? Das ging sich noch aus? Egal. Und übrigens kann es sein, dass du Banjo-Kazooie gar nicht kennst, oder? Aber sagt denn, dass Videospiele nur für Kinder sind? Wahrscheinlich habt ihr eh alle schon den Bratengeruch und wisst, was ich vorhabe. Okay, Lady. Habe ich noch nicht gezockt. Werde ich auch irgendwann zocken. Eine Frage an den, der das weiß. Gibt's Yo-Kai Lady auch für PS4? Ja, praktisch das zu wissen. Weil dann würde ich es mir auf PS4 holen und würde es mit Aber Media aufnehmen. Also über Aber Media das Bild zeigen und dann aufnehmen. Gibt's? Geil. Ich meine, ich hab's zwar auch auf Steam, aber... Naja, ich weiß nicht auch, wie es ist mit Vollbild, Fenstermodus und so. Und was denn in Anforderungen bin ich mir da auch nicht 100% sicher. Komisch, eigentlich habe ich mir PS4 nur zugelegt wegen Kingdom Hearts 3. Und jetzt auf einmal kommen so viele potenzielle Spiele, die ich machen kann. Schon irgendwie geil. Ich werde auch immer zocken. Zocken gehört für mich zum Leben dazu. Wahrscheinlich werde ich dann auch so ein Vater oder Onkel sein, der mit seinen Kindern zockt. Krokodil im Schnee ist klar.
Von mir aus, süße blaue Eier, du ungepflegter, frecher Geier. Ich bin Cheeto, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Weige, du Fall aus das Buch, sonst trifft dich mein böser Fluch. Büchse hat das Buch verschlammt. Ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Die werden wir nutzen. Rück mit den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Ein Zauber will ich verraten. Gebt auf den Boden der Sandburg an die Treasure Truth, kauft den Code BlueX ein. Danke, Mr. Cheeto. In Gradil der 6. Höhe sind noch andere Bücher versteckt. Findet sie. Es ist so geil, es ist so mega geil, es ist einfach so unmöglich geil, weil es immer so geil ist. Schmacki will das hier ja auch streamen. Wenn der sieht, wie ich in dem Spiel abgehe. Magie gleich aus. Aber alle. Es ist unfair! Hau ab! Werd auch mit und gegen meine Enkel oder Kinder zocken. Und ich werde ihm die ganzen uralten Serien zum Fraß werfen, zum Fraß vorwerfen, sowas wie Darkwing Duck oder Sailor Moon. Wenn ihr in diesem Tempo weitermacht, die ganze Welt über euch lacht. Nintendo N64, PlayStation Game, PlayStation 2, Wii U, PlayStation 4, Switch, Game. Also ich habe so ziemlich alle Nintendo-Konsolen außer die Switch. Naja, ja, ich habe eigentlich alle Konsolen außer Switch. Die Wii U war in meinen Augen überhaupt kein Flop, im Gegenteil. Mag die Wii U sehr gerne sogar. Eine der besseren Konsolen. Wenn man sich den GameCube so ansieht, der war... Einzelne Spiele sind gut, aber an sich war der GameCube nicht so geil. Aber die Wii und die Wii U, mega hammergeile Konsolen. Die Wii U mag ich sogar mehr als die Super Nintendo. 150 und ich hab 400, verdammt. Moment. Super! Von den ersten schweren Welten. Die ersten vier Welten in dem Spiel sind echt Pipifax. Aber ich habe solche Bauchschmerzen, ich hätte das Vogelding nicht futtern sollen. Bitte helf den Ambori, aua. Und ja, ich breche mir gerade absichtlich 50 Mal das Genick. Attacke wirst du Könige der Lüfte gezogen. Stimmt super, erzählen mehr Blindschleiche. Wenn du fliegst, drücke den Bildknopf, um mit Sturzflug auf dein Ziel abzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine gute Feder. Hey, du musst dich für la 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 la.
Jetzt könnt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Meiner ist das Game war logischerweise Tetris. Ich habe jetzt absichtlich aufgepasst, damit ich ja keine Note mitnehme. Verdammt. Oh, ihr habt etwas übersehen. Halt die Schnauze. Erstmal gibt's Geheimnisse vom Panda-Prinzen. Oder? Panda-Prinz hatte ich schon mal. Genau, jetzt kommt Liam. Liams bester Freund in der Hexenschule war eine Klapperschlange. Liam. Ich wusste gar nicht, dass du Schlangenfan bist. Und relaxen liest er die Hexenrundschau. Okay. Dabei schläft er genüsslich an einem Spinnenbeincocktail. Liam. Moment, Liam hatten wir schon. Scheiße. Egal. Dann ist Panda-Prinz in der Nächste. Egal, dann schlüsst du in einem Spinnenbein-Cocktail. Genau, dann ist Panda der Nächste, der einstecken muss. Hahaha. Kommen sowieso noch mehr dieser Hexen, also Leute doppelt zu nehmen. War das gut weggekommen? Oh, da hat er mich gegriffen. Gut, dann muss ich mir merken, nächstes Mal Hexe ist Panda-Prinz. Und Shiny ist dafür zuständig, dass ich es nicht vergesse. Ja, wenn man Tetris rausnimmt, war mein erstes Spiel Motocross Maniacs im Game Boy. Und Super Mario Land, also Super Mario Land 1 ist das zweite. War auch nur, weil das nicht ich besessen habe, sondern mein Bruder. Ich keinen Bock haben. Und Shiny nochmal. Aber Panda war auch noch nicht. Erstmal muss Panda einstecken, danach Shiny wieder. Jinx-Nase, es geht davon. Kommt doch herein. Ich glaube, mich recht zu erinnern, dass diese Welt alle 100 Noten nicht so einfach war. Wow! Oh, da hat er mich wieder begrapscht. Oh, er hat mich zweimal begrapscht.
Egal, dann greife ich ihm so an. Holy Magic Center. Nee, sagt mir gar nichts. Das ist keine N64, boah. Schande. Schande über dich. Die N64 ist meine Lieblingskonsole. Monster Mix. Das hier wollte ich auch noch zeigen. Guck mal, was Kazooie macht. Schade, jetzt wäre die Musik gerade geil geworden, naja. Nimm es! Weiß einer von euch, wie lange der Stream schon geht? Also insgesamt? Weil nicht, dass er zu lang geht, dann muss ich einen Zwischenschnitt setzen. Kurz einen neuen Stream anfangen, weil sonst passiert das selber wie bei Kingdom Hearts. Durch die lange Stadt. 2 Stunden. Okay. Das heißt, das davor hat er gar nicht gespeichert, oder wie? Das davor muss er gespeichert haben. Ich weiß, dass ich da eine extra Datei jetzt bekommen habe, weil er da quasi abgesackt ist. Ich glaube, ich werde kurz mal gucken, wie lang die Datei ist. Sehr gut, sterbe ich ja. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich.
Ne, das Spiel kann gar nicht abstürzen, weil das N64 geht mir nur im Stream. Ja, ich weiß, dass es Resident Evil 2 für N64 gibt. Aber ich besitze es zweimal für PlayStation 1. Hat nämlich einen ziemlich blöden Grund. Weil ich habe es mir zweimal gekauft, weil ich dachte... Weil, ja, es sind zwei verschiedene Höhlen, deswegen dachte ich, es wäre irgendwie... Naja, ein anderes Spiel. Jetzt habe ich Resident Evil 2 zweimal für PS1, aber mit zwei unterschiedlichen Höhlen. Der Typ hat auch eine coole Stimme. Einen Moment, ich werde mal ganz kurz nachgucken, wie lang die andere Datei ist. Ne, das ist Zelda. Oh. 1 Stunde 2. Fehler. Verdammt. Hat er mir eine Fehlermeldung geschickt? Naja, egal. Hä? Ah, ich habe jetzt die Elgato. Ja, schön. Da, Grabber, das wollt ihr sehen. Flötenpeter, ja, der hat eine coole Stimme. Du Freunde, ich bin Rube, kann ich euch helfen? Ich suche Schätze, du Flötenpeter. Das trifft sich gut. Ich sehe da oben. Mich ein Schatz, der gehört euch, wenn ihr hier herankommt. Du willst wirklich bei den Gelabern von den Personen da gar nichts reden. Weil die einfach so schon gut genug sind. Tausend Dank, mein Freund. Dieser Typ wird euch nun helfen. Wie passt diese Schlange in den Topf da rein? Vor allem, wie schafft es sich überhaupt so zu stehen? Keine Ahnung. Übrigens, Moment. Das Tierchen hier, das kommt auch in Banjo-Tooie vor. Nicht wahr, Menzel? Hm? Zwinker, zwinker. Oh. Ich muss sehr vorsichtig in dieser Level agieren. Ja, ich weiß auch wo. Ja, beim Ninjakönig. Genau da. Banjo-Tooie kenne ich auch gut. Zwar nicht so gut wie das hier, aber ich kenne es gut. Aua. Auf zu lachen. Hm. Wie man da wohl rankommt? Durch Fliegen? Nein, nicht ganz. Später mehr dazu. Und ich brauche ja gar nicht auf die Folter spannen, ihr kennt das eh alle. Das sieht nicht aus, schade. Junge, dann alle können im heißen Sand überleben.
Oh, die ganze Zeit mein Auge. Die Dinger liegen. Für den Tingeltangelbock. Scheiß drauf! Und voll gnadenlos. Vielen Dank, ist doch eine Belohnung. Ich gehe mich jetzt am Medic abkühlen. Gobi ist auch irgendwie so ein Running Gag. Gute Nacht, Leon. Mann, schon wieder falsch. Kommt nur her. Alle tot. Das ist easy, einfach so fast komplett geskippt. Ach, jetzt kommt wieder der beste Teil der Musik. Scheiße, ich muss jetzt da rein. Na egal. Die Viecher sind unbesiegbar, außer man macht das hier. Ich keinen Bock haben. Als Minispiele im Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie finde ich geil. Stunden streamt das nicht, dafür habe ich, ja gut, ich hätte die Ausdauer, aber die Gelegenheit dafür habe ich nicht. Selbst wenn, dann müsste ich zuvor gut geschlafen haben und das habe ich mir jetzt nun mal nicht. Schon 5 Puzzleteile. Oh, hätten wir das auch. Oh, mehr. Da hat Hunger, der Typ. Sie hier überall so ein Rülpsen einbauen. Das ist wenigstens realistisch. Seht ihr, und das hier ist ein Kinderspiel. Also Banjo-Kazooie ist wirklich ein Kinderspiel. Und hier kommen Rülpser, hier kommen Furze und alles mögliche drin vor. Zu weit! Aua. Woo!
4. Mahlzeit. Ja, wir haben uns auch lustig drüber gemacht. Und wie? Wir haben so viele schöne Stunden mit dem Spiel erlebt. Das ist echt herrlich. Das ist mein letzter da. Scheiße! Das sind echt coole Turnschuhe. Wolf kann ich sehen, mit dünnen Stelzen tragen und sie für mich nicht als eine Affenzahn. Macht mir so frisches Neudruck. Mit einer Energie. Wirklich, ihr habt alle Moves des gesamten Spiels erlernt. Lecker Hamsterfutter. Du da. Ja, alles einfach so, wenn es nicht gibt. Und nur her. Dann habe ich 67. Oh, das wollte ich gar nicht. Ach, egal. Baba hat ein feines Puzzleteil. Hahaha. Und jetzt hab's ich. Hahaha. In 1000 Jahren wird das einmal bis jetzt gut gemacht, Sterblicher. Das ist so geil. Ich komme auch bisher gut durch. Nimm es. Oh nein, ganz knapp. Wow. Ganz knapp geschafft. Ich keinen Bock haben. Oh nein! Jetzt muss ich warten. Ne, bisher ist das alles noch No Death. Zu sein, glaube ich nicht, dass das auf dem Outlet bleiben wird. Na, Hilfe, keine miesen Tricks! Oh, der Tür liebt das nix! Und du meinst, alte Hexe? Wann die Zeit läuft weiter während der Cutscene, das ist eigentlich total arschig.
Dieses Funkeln dahinter in Torschuhen. Das ist hier lila, in Banjo 2 ist es weiß. Na, das war glaube ich nicht. Ich könnte es eventuell, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Hier in dem One jetzt. Oh, da haben sie mich gegriffen. Würde mich natürlich freuen, wenn das ein Motorfan wird, weil da könnte ich es auch im Titel reinschreiben. Das war dafür, dass er mich gegriffen hat. Die Säcke. Ich bin so neugierig, aber müsste ich gucken, ob ich, dann müsste ich schauen, ob ich das Spiel mal das schaffe. Glaube ich mal zuerst das, ja. Hallo Gobi! Ah! Gib ihm gefälligst ab. Ja, das tut gut. Drucker geht es wieder prächtig, danke. Wenn mein rechtes Auge nicht die ganze Zeit brennen und tränen würde. Ich habe 2 Schaden genommen, verdammt. Habe ich noch goldene Federn? Nein. Dann eben so. Geht's auch so. Put. Cool, baby. Wie viel fehlen mir noch? 7 Noten. Ich glaube, ich weiß auch, wo die sind. Ha ha ha!
Banjo-Kazooie. Besser. Wollte grad sagen. Jetzt reicht es mir, ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Ist auch klüger. Wie viele Puzzleteile fehlen mir? Zwei. Gut, dann weiß ich, wo sie sind. Dann weiß ich, wo der Rest ist. Rush voll durch das Spiel durch. Es ist das Grab König Sandyboots. Verschwindet oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Und du meinst? Ihr habt nicht auf unsere Warnung gehört. Nun rennt um euer armseliges. Das war falsch. Ups, das war falsch. Okay, da ist der richtige Weg. Gummi. Unglaublich, der dicke Bär hat es geschafft. Der Grabschütter. Da oben, das kommt übrigens runter, wenn man wartet. Oh, alle 100 Noten und das auch. Ich hab Bock haben. Ich kann Bock haben. Hä? So, jetzt macht wieder auf. Perfekt. Und gleich nochmal. Perfekt. So, den nehme ich noch mit. Und raus aus der Wüste. Also bisher schaffe ich die ganzen Level alle im Vorbeigehen. Die Leistung dieser Welt ist nur 100 Noten. Hallo. Oh, wir Beine, mal wie sehr. Was sind Sie ein leckeres Dessert? Good evening, Muramatsu, oder guten Abend. Yes, and welcome to my... So, welcome to my stream. I love this game too. I played a lot of time. And with many runs, 100%. Mm-hmm.
I'm sorry, my friend, but my English is not very well. But I try my best. Ups, falsche Linie. Wollte die da eigentlich töten? Yeah. Dum, dum. Du, 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 du. Ah, die Musik ist episch. Oh, nicht zum Fisch! Oh. Das ist ein Teil aus dem Krug. Hm, welches meinst du denn jetzt? Es ist ja bald Halloween, also. This is Halloween, this is Halloween. Müssen wir den Schritt dazu? Ah, ja, genau das, genau. Hinter die Augen muss ich auch noch reinklatschen. Da oben ist übrigens das nächste Cheeto-Buch. Einfach so random. Schöne ist, bei Banjo Tooie muss man mir auch nicht so viele Tipps geben, weil da kenne ich auch noch ziemlich viel. Vielleicht nicht alles, aber ziemlich viel. So sagen wir mal 95%. Ah. Naja, Schnauze Hexe. Kommt nicht mal zu reden, so schnell rush ich hier durchs Spiel. Und jetzt werde ich dir mal in die Augen pieksen. Und ich kenne bei Banjo-Tooie vielleicht nicht alles. Vieles, aber nicht alles. Ich hier durch das Spiel durchrenne. Verhöhen das Spiel nach Strich und Faden. Das ist nun mal geil.
Creepy. Vor allem, dass ich das Ganze in No-Dev mache. Was noch schlimmer ist, ich habe das Spiel schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gespielt und trotzdem rushe ich so durch. Wo ist er denn? Ah, Creepy Mond. Der Wolf im Hintergrund, da jault er. Unheimliches Tor. Ich wäre die Welt gut für den Maulwurfshügel, aber nee. Ich nur deswegen. Weil ich bin kein Freund von Schlüssel. Dieser ungebetene Gast kriegt bald als Spatz. Von Ast zu Ast. Fast. Das hat sich wieder aufgebaut. Panda. Was wohl passiert, wenn man... Wer mag das Nachbar zu wecken? Wo mag das ja nicht nur stecken? Ja, irgendwie reimen in dem Spiel alle. So lange wach ich bin, ist für dich kein Puzzleteilchen drin. Mozart ist cool. Ich glaube, Mozart reimt auch. In der Mad Monster Menschen reimt irgendwie alle. Wir haben sogar noch so ein Banjo-Kazooie Lösungsbuch, das ich eigentlich überhaupt nicht brauche, aber egal. Komm zurück, Shiny. Das dauert ganz schön lange, wird du hast das komplette Freezy Peak verpasst. Nun gut, dafür hast du Glück, weil ich bin gerade hier am Anfang. Wohl wahr, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Nee, natürlich nicht, ich habe Dingens übersprungen. Diese Peak. Die Musik ist episch. Oh. Knapp. Das ist so eine richtig unheimliche Stimmung. Richtig drückend. Ja, gleichzeitig ist es auch geil. Ganz hat gehört, was ich sage. Nein, das bin ich. Oh oh. Oh, gut. Ja, weiß echt nicht, wie man dieses Spiel nicht lieben kann.
mir absolut unbegreiflich. Und nun gut, das ist wahrscheinlich so genau dasselbe Phänomen wie das Spiel zum Beispiel so Dinges hier, Majora's Mask oder Link to the Past oder naja. Für mich ist das ja einfach, weil ich bin mit dem Spiel aufgewachsen. Ich will noch nicht mit dir battlen. Acht Hamster. Was? Acht Hamster? Ein Hamster pro Kind? Nur Mozart. Mozart spielt auf seinem Orgelkasten. Kannst du dir merken? Kannst du merken, die Tasten? Damals habe ich, als ich noch Sui geguckt habe, habe ich mir von ihnen auch Banjo-Kazooie angesehen. Das war mega geil. Auch wenn er sich angestellt hat wie der letzte, ihr wisst schon, aber gut, das war blind. War trotzdem ziemlich lustig. Heutzutage gucke ich Sui nicht mehr, weil er meiner Meinung nach nicht nur stark abgebaut hat, sondern auch seinen Kanal verraten hat. Du hast Talent, doch nur zieh her, mach es mir nach, es ist nicht schwer. Das respektiere ich, weil kann einem nicht jeder gefallen. Ich zum Beispiel mochte das Mirko nie. Fand den Typ irgendwie total eingebildet und irgendwie total künstlich. Das war sehr gut, war richtig fein. Nimm das Puzzleteil und steck es ein. Weil Mirkos Rages, die kamen mir alle zu künstlich vor. Irgendwie als ob er gar nicht wirklich wütend wäre, sondern das nur spielt, um Abos zu bekommen. Und wenn man bedenkt, dass er all sein Zeug gelöscht hat, würde ich sagen, es stimmt. Ich werde mein Zeug nie löschen. Wird alles auf meinem Kanal bleiben. Alles. Selbst wenn ich meine eigenen Let's Plays irgendwann mal nicht mehr so geil finden sollte. Oh. Mensch, wer baut so eine große Kirche? Kennst du ihn nicht mal, dann ja. Sei froh. Weil er hat sich so sehr verändert. Jetzt rede ich von Sui, ich rede von... Na gut, Mirko, wie gesagt, den kenne ich gar nicht. Weil das ganz wenige, was ich bei ihm gesehen habe, das waren auch nur so Specials, so Zusammenschnitte von anderen Leuten, die seine besten Momente irgendwie gemacht haben. Naja, das war, glaube ich, zu sehr. Ja. Egal. So, Mirko kenne ich gar nicht. Ja, der hat irgendwie... Also angeblich hat er alles gelöscht, was er mal hochgeladen hatte. Aber sein Kanal lebt noch. Also, das ist das größte Unding. Oh, ich habe getroffen. Jahre her? Ja gut, das kann ich nicht wissen. Wie gesagt, ich gucke nicht. Dann habe ich früher geguckt. Da war mein erster Kontakt mit den Let's Plays. Aber heutzutage, ne, ist so
ja, irgendwie unehrenhaft. Er und Sui, die haben ihre eigenen Kanäle verraten. Und wenn ich schon was... Wenn ich schon YouTube mache, dann sollte ich wenigstens Eier haben und es anständig machen. Nicht meinen eigenen Kanal hintergehen. Auch noch des Geldes wegen, das ist ja noch schlimmer. Deswegen... Onkel Wolf, wir lieben dich, dass du streamst und Let's Plays machst. Und deswegen sagen wir jetzt alle im Chor. Thank you. Ich wusste gar nicht, dass alle meine Abonnenten gemeinsam so eine Stimme haben. Und sie alle gemeinsam Danke sagen. Das landet doch volle Kanne drin. Ja, jetzt. Super, ich habe mich nicht bewegt. Egal. Danke. Danke. Mag diese Töpfe irgendwie. Oh, die Musik ist weg. Die Siegesmelodie war gerade nicht da. Schön. Habe ich auch noch nie geschafft. Ich habe schon wieder ein Spiel zu Tode geglitscht. Und das Geräusch cool, wenn man hier auf so Dachziegeln herumrennt mit Kazooie. Der Clock Tower. Ich kann Bock haben. Nein, das war ein Fehler. Meet Monstermenschen werden dann. Wir treffen die Monstermenschen. Monstermenschen. Das Schlafen scheint. Gut, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Einer. Vielleicht sollte ich das Spiel beenden und nächstes Mal weitermachen, um zu schauen, ob wir immer noch No Death durchkommen beim nächsten Mal. Ich habe schon 41 Noten, da muss ich den ganzen Schmuffel nochmal machen. Glaube ich, keine kluge Idee. Da ist 3 Puzzleteile. Na gut, dann mache ich, glaube ich, die Mad Monster Menschen noch zu Ende und dann ende ich. Da können wir später rein. Ja, ich werde auch langsam ein bisschen müde. Dann habe ich das auch vorgeschlagen. Soll wohl ein Cheat geben, mit dem man hier dieses letzte Fass aufbekommt. Ich weiß nicht mehr, was da drin ist. Hier, das Fass hier würde man dann aufbekommen.
gut. So wie ich bisher durch das Spiel durchgerusht bin. Wenn ich so weitermache, bin ich eh schnell durch die Mad Monster Menschen durch. Stoppen Snow oder wie das heißt. Dafür war es. Ah, da ist das nicht gar. Oh. Irgendwas außer Eier? Nein. Dann raus. Einer! Eine Kartoffel. Das klingt ekelhaft. Ich kann Bock haben. Ich kann Bock haben. Ekeltoilette. Hau ab, Federbeißer. Du nicht. Goldene Federn brauchen wir gerade. Logo und Locus. Ja, zwei verschiedene Toiletten. Was da hinten ich mir schön auf. Scheiße. Ah. Warum heißt die dann anders? Heißt die Loco Lotus mit vollem Namen? Ich kann Bock haben. Also sind wir ein Geister. Weg da. Dahinter ist was. Na, eine goldene Feder. Kann ich immer gebrauchen. Wer kennt das nicht? Ein paar Eier und ein Kopfkissen. Weiß, vielleicht streame ich das morgen weiter. Denn bisher komme ich ja gut durch, meine Beth. Wie viel habe ich? 68? Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Okay.
Wanderschädel. Ah, der liegt vor mir. Mist. Ah, wer weiß. Rauchsack. Eins. Ach, die Hexe, die wird fluchen. Ihr Gold muss ich nicht suchen. Ich werde mich bald rächen und euer Wichtelchen zerbrechen. Tschüss. Dun, dun. Dun, 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 dun. Da sind Leben oben, da sind Eier. Sonst irgendwas Brauchbares hier? Nö. Keine Ahnung, warum sie ein Bild von Mumbo dahin hat. Mumbo ist aber kein Feind. Verstehe ich nicht. Na egal. Oh, wo gehe ich als nächstes hin? Hau ab. Naja. Kein Schiss vor euch. Ein Tag ist morgen. Wer ist heute? Der 30. Gut, da könnte ich Banjo-Kazooie noch beenden. Dann übermorgen Luigi's Mansion. Wird's immer geben. Oh, ja, damit. Bin, bin. Ich kann Bock haben. Da ist der Ausgang. Muss ich ja nicht hin. Noch nicht. Ohne eine goldene Feder, ja, da muss ich doch hin. Wo jetzt lang? Ja. Aua. Alter Skelett, der haut ab. Kinderschreck. Weg da. Egal. Den muss ich noch suchen. Bei drei Buchstaben, dann habe ich schon mal ein bisschen Vorsprung. E-A-N. Gott, gut. Hey, gegrüßt, Feldträger. Schummel schon. Oh. Ella. Oh. Das A ist da unten. Komm. Gut. O. O. I. Bella! Ach, ausweichen. E. Es ist vollbracht. Das Puzzleteil sei dein. Ich bin erlöst. Das Geräusch ist auch cool. Das Wurw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 
Und jetzt als nächstes hier lang. Ja, noch Noten. Ja. Witze Noten bleiben übrig. Warum hole ich mir so ein Zoo? Bin ich dumm? Egal. Ich glaube, ich habe jetzt alles als B erledigt. Und dann werden wir uns jetzt transformieren. Die Welt ist zum Glück eh gleich abgeschlossen. Warum sitze ich hier dran schon? 25 Minuten. Naja. Geht so. Jetzt ist eh gleich Schluss. Noch Noten. Ja, damit. Was ist da oben? Da ist meistens irgendwas. Die goldene Feder. Ach, egal. Und da. Nein. Mal gut sauber, lecker Kürbissuppe. Eine Lust, als Kürbissuppe zu enden. Ich kann Bock haben, mal wieder. Wo gehe ich denn zuerst dran? Gleich da. War, glaube ich, die Toilette, oder? Nee. Ein weiterer Energiepunkt zusätzlich. Fällt mir jetzt erst auf, das Geräusch von dem Kürbis, wenn es sich bewegt, ist einfach nur Geräusch der Eier. Ein Spaß, Kleiner. Ich glaube nicht, dass das so viel Spaß macht. Klingt ja alles sehr nach Grund GmbH. Wer in die Toilette taucht, der halt es auch nicht. Zwölf Noten fehlen. Zwölf Noten. Ich glaube, ich weiß auch, wo das sind. Gut. Fehlt der Puzzleteil. Waren es nur mehr 7 Noten. Wasch Abzweigung, egal, ich kann gleich hier durchgehen.
Und rein ins Wasser. Oder was das auch immer sein soll. Geweichter Kürbis. Bäh. Ich kann Bock haben. Und alle Noten. Jetzt sollten wir hier alles haben, oder? Ja. Perfekt. Das ist jetzt raus aus der Mad Monster Mansion. Werde ich jetzt noch zwei Dinge erledigen und danach ist Schluss. Das läuft unter Noten, dieser Welt ist nur 100 Noten. Ja! Er will einen wehrlosen Kürbis zerquetschen. Auch immer dieses Haus schief steht, ich verstehe es nicht. Zurück. Uke da. Weg da, du Geist. Scheiß Geist, hau ab. Ist von mir abgehauen. Und pennt da wieder. Ich werde jetzt mal vom Mumbo Hunger. Ich mache den Kochtopf fertig. Das Spiel ist so gut. Wohl falsch betont, aber egal. Nicht runterfallen. Das wäre jetzt echt ätzend, weil gerade habe ich so einen guten No-Death-Run. No-Death-Run. Wie immer. Ja, was willst du von mir? An der Decke von Gondildas Schlafzimmer hängen verfolgte Fische. An dem Fenster steht ein Topf mit einem Gifton, mit einer Giftonrose. Giftonrose wächst. Gondildas Unterwäsche ist rosa grün gepunktet. Chito! Der und Vogel haben das nächste Buch gefunden. Dafür gibt es auch einen weiteren Trick. Weige Buch, und zwar für immer, sonst wird alles nur schlimmer. Hässliche Hexe, du sollst schweigen. Ihr gebt auf dem Boden der Zimperl-Code zu Red Trader sein. Fettige Haare, störe mich nicht. Warzen schmücken mein Gesicht. Gut, ich werde jetzt beenden. Bisher no death. Hast immer noch diese Katzen, okay? Gut, dann werde ich den Stream jetzt beenden und vielleicht geht's morgen weiter, wer weiß. Also, an alle, die noch da sind, wünsche euch eine gute Nacht.
Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.